Obwohl ich in der Sendung vor allem von Norbert Bolz sehr enttäuscht war, haben sich er und ein Verfassungsrechtler am Ende der Sendung zu Äußerungen hinreißen lassen, die den Medienwächtern nicht so sehr gut gefallen dürften. Viel Spaß. Das Parlament hält das aus. Man muss damit umgehen. Und ich würde auch zwischen Bundestag und Landtagen unterscheiden. Also meine Erfahrung, ich bin ja gelegentlich in Landtagen als Sachverständiger, ist die, das muss ich mal ganz sagen, das ist nicht populär, oft kommen die ganz besonders qualifizierten Fragen von Abgeordneten der AfD. Das sind ganz bürgerliche Vertreter. Das ist der große Unterschied zur NPD, soweit sie in Landtagen waren, und zur DVP. Die haben immer nur geschwiegen, weil sie sich gar nicht artikulieren konnten. Es gibt in der Partei, ob uns das gefällt oder nicht, ja, es gibt dort auch Leute, die einen ganz bürgerlichen Hintergrund haben und die auch die entsprechende Ausbildung haben und Die die sich auch aber mit nicht denen man distanzieren kommunizieren von den kann. Extremen dann. Oder mehrmals jetzt sogar, was Sie fragen, ob das politisch klug ist, so wie der Umgang jetzt ist. Was ist denn Ihre Antwort darauf, was, wenn Sie jetzt direkt sagen, wenn jetzt morgen Herr Brandner abgewählt wird, so wie es aussieht, scheint ja die Mehrheit dafür zu sein. Was passiert dann und was ist dann der nächste politisch kluge Schritt? Politisch kluger Schritt wäre nur, wenn man das Verhältnis zur AfD prinzipiell verändern würde. So wie wir das eigentlich auch schon mit vielen Einzelbeiträgen angedeutet haben, in welche Richtung das gehen müsste. Denn die AfD, um im Anschluss an das, was Herr Feldenkirchen gerade gesagt hat, die AfD hat ja auch den Anspruch zu sagen, erst jetzt gibt es wieder eine Opposition. Also Sie haben gerade die andere Seite, wenn Sie so will, des Sachverhalts geschildert, nämlich gesagt, da wird so eine Homogenität konstruiert, wie soll man sagen, der Altparteien plus staatstragende Medien. Das wird ja dann positiv von der AfD so vorgetragen. Jetzt zum ersten Mal gibt es seit vielen, vielen Jahren wieder eine echte Opposition. Und eins kann man ja an dem Anspruch nicht leugnen, dass Themen, die mehr oder minder unterschwellig nur diskutiert wurden oder die kaum mehr parlamentarische Aufmerksamkeit geweckt werden, dass die jetzt wieder diskutiert werden. Und das sind meistens Themen, die natürlich verdammt peinlich sind. Und wenn Zum die, Beispiel? natürlich die Migranten. Das ist das Aber die wurden AfD-Thema nicht, Sie schlechthin. wollen ernsthaft Oft sagen, die wurden diskutiert. nicht diskutiert? Ich sage, das wurde unter einer, wie soll man sagen, unter einer Aufmerksamkeitsschwelle diskutiert, die Bitte? durch die AfD aufgebrochen worden ist. Aber Und das ist, glaube ich, schon ein Anspruch, den die AfD hat, zu sagen, okay, ihr geht davon aus, es gab es beispielsweise mal so eine Meinung, die durchsickern sollte, die Menschen interessieren sich gar nicht mehr für das Problem. Also daran kann ich mich sehr gut erinnern. Auch so Diskussionen, hier kleine Runden, das sei gar nicht das primäre Problem. Es gäbe ganz andere Dinge, um die sich die Leute kümmern, beispielsweise Grundrente oder sowas. Und die AfD hat dann den Anspruch vertreten zu sagen, nein, wir sind die einzige wirkliche Oppositionspartei. Wir diskutieren die Themen, die ihr eigentlich verschweigen wollt. Und das ist nicht so ganz verkehrt. Also Ich glaube, man da kann die. würde Frau Gauß gerne widersprechen. Ja, ich halte das für grundfalsch. Obwohl die Frau von der Taz in der Sendung bisher fast ausschließlich übelste Hetze betrieben hat, kann ich ihr in den folgenden Punkten nicht widersprechen. Ich finde auch, man muss aufpassen, dass man nicht die AfD in eine Opfer- und Märtyrerrolle drängt. Und ja, die Abgeordneten sind nur ihrem Gewissen unterworfen, aber sie könnten ja vielleicht es mit ihrem Gewissen auch mal vereinbaren, einen Vizepräsidenten oder eine Vizepräsidentin des Parlaments zu wählen. Ganz anders sieht es für mich aus, wenn jemand offen antisemitisch und rassistisch sich äußert. Es gibt überhaupt keine Veranlassung, den weiterhin als auch noch als Vorsitzenden des Rechtsausschusses Das ist der beibehalten Punkt. Zu wollen. Ich meine, was für ein Signal ist das? Das ist Was für der ein Punkt. Verständnis von Recht als normensetzende Kraft in einer Gesellschaft und in einem Staat? Und es kommt aber bei der Sache ja noch was anderes hinzu.